Mia, mach komm, mach einmal. Hallo meine Lieben! Was geht ab, Team Harrison? Schön, dass du wieder dabei seid. Ey, wisst ihr eigentlich, wie die Wohnung ausschaut? Überall hier in der Wohnung liegen diese Bälle rum. Ich bin mal gespannt, wer die von uns wieder aufräumen muss. Schatz, was soll das eigentlich? Weißt du schon, wie viele da drin sind? 500. Weißt du das? Ja. Ja, jetzt reicht's wieder. Ich bin gerade auf die perfekte Videoidee gekommen und deswegen habe ich spontan die Kamera eingeschalten. Wir saßen nämlich hier gerade ganz gemütlich, ja? Was? Doch? Wir saßen hier gemütlich und dann hat Domi mich gefragt, ob das eigentlich mein Ernst ist, warum ich immer seine guten T-Shirts zum Chillen anziehe. Ja, vor allem, sie zieht nicht meine Schlaf-T-Shirts an oder so. Nein, sie nimmt einfach die coolsten überhaupt. Ja, die schönen und halt. Und dann pupst sie da rein und das geht so nicht. Ja, das darfst du Team Harris noch nicht erzählen. Ich Sarah mach gar... pupst in meine T-Shirts. Die stinken. Schatz, jetzt reicht's wieder. Du bist ein Depp. Und der Satz ging noch weiter. Er hat noch gesagt, ich ziehe ja deine Klamotten auch nicht an. Und dann dachte ich mir, falsch. Warum eigentlich nicht? Falsch gedacht. Ha? Warum ziehst falsch du meine gedacht. Klamotten nicht an, Schatz? Ich habe doch so schöne Klamotten da im Schrank hängen. So, und jetzt habe ich mir gedacht, machen wir eine kleine Modenschau. Ich gehe in das Ankleidezimmer und suche mir tolle Outfits aus von Dommis Klamotten und präsentiere die euch. Und dann zieht Dominik die schönsten Klamotten aus meinem Schrank an und präsentiert sie euch. Ich habe viel coolere Klamotten als du. Nein, ich habe viel coolere Klamotten und ich glaube wirklich, dass sie im Dommi exzellent stehen werden. Oder was meint ihr? Also ich freue mich auf das Video. Jetzt reicht, Schatz. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, warum ich diesen Scheiß eigentlich immer mitmache. Egal. Wird witzig. Und wir haben hier auch schon die Jury-Sitzplätze aufgebaut. Gärmaus. Die Mama ist nämlich schon im Umkleidesaal. Und dann schauen wir mal, ob sie das auch richtig macht. Ob es gut ausschaut. Was meinst du? Seid ihr bereit? Wir sind bereit. Achte auf die Details. Oh, du Gangster. Sag was? Stell dich mal seitlich hin. Die Hose sieht cool aus, ey. Voll gut. Hätte mal gut gemacht. Schau mal, meine Chillerkette an hier. Boah, hey. Und meine Bling, bling und so, oder was? Und meine geilen Schuhe. Aber mit denen kannst du definitiv nicht umfallen. Domi, 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 Domi. Komm. Oh! Das
Warum lachst du mich jedes Mal aus? Warum lachst du mich jedes Mal aus? Ja, Schatz, schau dich mal an. Ich würde sagen, dieses Outfit betont extrem meine sexy Legs. Meine strammen Beine. Auf jeden Fall. Oh! Papa hat die erste Runde gewonnen. Sag es jetzt einfach mal. Die Jury ist bereit. Okay, also ich komme, okay? Mein zweites Outfit. Okay, bitte erschieß mich nicht, du Gangster. Und das ist einfach alles so riesengroß, sag mal. Ja, aber ich bin ja auch nicht klein. Aber so eine... Schau mal, die Hose hat schon. Sag mal. Ciao. Mach nochmal so hoch. Okay. So. Okay, du passt einfach zu 90% nur in die Hose. So schön, gell? Und jetzt tanz für mich. Kleid ist ein bisschen kurz, Schatz. Aber ich fühle mich wie ein ich fühle mich wie ein Feuerpfau. Ist cool? Ja. Oh mein Gott. Mein Bizeps. Ja, dein Bizeps oh kommt zur Geltung. Oh, ist auch. Schau mal, ich hab voll die Titties. Schau mal. Oh. Wow. Yeah. Oh wow, kannst du süß laufen? Was für ein schönes Bild! Komm her, Baby! Oh, wir müssen aufhören, Schatz, sonst sagt sie zu mir noch Mama. Und zu mir Papa. Mia sagt Papa? Papa? Tata? Ja, ich bin Tata! Komm zu Tata! Wow! Ah, ich bin Tata! Sie sagt. Sie hat meinen Namen zuerst gesagt, Schatz. Schatz, dich kann man eh nicht mehr für voll nehmen. Ich hab gewonnen. Schatz. Warum meine das eigentlich? Schatz. Meine ganzen Jungs. Das können wir mein Leben lang anhören. Ich sehe schon die Bilder auf unserer Hochzeit irgendwo auf einer Leinwand. Oh, du siehst echt sehr. Oh, ich pack das Bild gar nicht. Du kleine Prinzessin. Ich bin eine Senorita. Team Harrison, ich hoffe, ihr könnt mich nach wie vor ernst nehmen. Auch in diesem wunderschönen roten Feuerkleid. Meine Jurypartnerin hat leider keine Lust mehr gehabt. Ich bin jetzt alleine und Sarah ist bereit für ihr nächstes Outfit. Rocky Balboa oder was? Ja? Nein, Jumping Cares! Ja. Nee, hat. Ja, auf jeden Fall. Bitte. Jetzt schau, schlag mich. Schau, du musst Kies an. Wieso verarschst du mich so? Der Papa kommt. Jetzt kommt das ultimative Outfit. Team Harrison, lass jetzt auf jeden Fall schon mal ein Like da. Aber ich trau mich gar nicht raus, weil es so krass ist. Die heutigen Grüße gehen raus an Sophia Marie. Ganz liebe Grüße von uns, im Besonderen von mir, meinem genialen Outfit an dich. Wenn du auch begrüßt werden möchtest, ganz einfach Kanal abonnieren und unten kommentieren mit Hashtag Team Harrison. Und jetzt gebt euch mal mein Booty in diesem Outfit. Ja, jetzt gib mal alles, ey. Oh mein Gott, Schatz. Ich krieg keine Luft mehr. Boah, du siehst echt so scheiße aus, ey.
krass. Lass uns Sport machen. Was macht der Papa? Ich könnte eigentlich bei Mrs. Universe mitmachen, oder? Ich werde dich unter den größten bitten. Da fehlt nur noch eine Perücke und dein Bart muss weg. Komm, auf geht's. Rasieren und Perücke an. Übertreib den noch nicht. Das hat alles irgendwo seine Grenzen. Oh, ich muss hier raus. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich krieg keine Luft mehr. Wie macht man das? Schatz, mach mein Bier nicht kaputt. Geh runter, ich helfe dir. Bitte. Boah, du bist ja pitschnass, ey. Es ist auch anstrengend, da reinzukommen. Ah. Aua, 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 du zwickst mir da aus, Alter. Kündige! Ich bleibe definitiv bei meinen Klamotten. Und weil, ich bleibe definitiv bei meinen Klamotten, ne? Ja, weil ich hätte Sarah eigentlich sonst nur die Show gestohlen und das wollte ich nicht. Au. Schatz. Also ich muss so. Aber dazu sagen, die haben meine Klamotten sehr, sehr gut gestanden. Oder ihr müsst auf jeden Fall mal abstimmen. Ja, stimmt mal ab. Bei dem I. Was für eine wunderschöne Seniorita ich eigentlich war. Wie toll Tommy ausgesehen hat, ja. Also ich fand's mega witzig. Und ich habe so viel lachen müssen. Und ich glaube, wenn ich das Video jetzt schneide, muss ich noch 100.000 Mal mehr lachen. Kommentiert auch mal unten rein, welches Outfit euch am besten gefallen hat. Genau. Und warum. Wie gesagt, wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr genauso viel Spaß hattet wie Lasst ihr. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Kommentar und ein Abonnement. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Peace.